wenn ich euch Nebenaufgaben zeige. Man kann prinzipiell in jedes, wenn man wirklich alles machen will, ich sag's mal so, und man dann 80 Millionen Stunden mit Baldur's Gate 1 schon zubringen möchte, das hier absolut den Rahmen sprengen würde, dann kann man erstmal in Kapitel 1 bis 3 alle Gebiete einmal besuchen und absuchen. Das Ganze dann nochmal nach Kapitel, also nachdem man aus der Mine kommt, quasi nochmal machen. Alle Gebiete vollständig absuchen. Dann in jedes Haus einbrechen und mit jedem reden, der irgendwie einen Namen zu haben scheint und nicht Bauer oder so heißt. Und dabei kriegt man dann so viel mit und so viel Nebenaufgaben, dass man bestimmt gut 500 Stunden in Baldur's Gate 1 beschäftigt ist. Besonders mit den ganzen Modifikationen. Das würde aber jetzt den... Ich habe im Prinzip ja alles mal gezeigt und darum, für Baldur's Gate 1 reicht das dann. Für Baldur's Gate 2 versuche ich das dann in ähnlichen Rahmen zu... hier liegt noch Kram rum. Wir werden aber angelabert. Schildkröte, der Sieg ist euer, Sarevak ist tot. Es ist vollbracht, Sarevak fiel durch meine Hand. Und wir haben ihn vor ein paar Stunden noch gepriesen. Die Leute haben das von Sarevak gehört, die sind neugierig geworden. Vor allem die Edelleute stellen Fragen, gefährliche Fragen. Sie wollen unter anderem wissen, wie er es geschafft hat, ein Kind von Baal zu töten. Die Schattendieber haben das mit dem Tempel in der Nähe des Gebäudekomplexes ausgeplaudert. Ich glaube, es war ein Versuch, euch aus der Stadt rauszuwerfen. Vielleicht fühlen sie sich von eurer Anwesenheit bedroht. Als wenn die Edelleute nicht schon genug Probleme bereiten würden, habe ich aber ein großes Problem, wobei ihr mir wahrscheinlich helfen könnt. Worum geht es? Am plant noch immer gegen uns einen Krieg zu führen. Ich habe versucht, die Botschaft an den Rat in Atlanta zu schicken, aber sie scheinen nicht zu antworten. Ich weiß nicht, ob das Problem an meinen Kurieren liegt oder am Rat. Und was hat das mit mir zu tun? Und was soll ich für euch machen? Was soll ich für euch machen? Ich erzähle euch das Ganze. Weil ich jemanden brauche, um die schwierige Aufgabe zu erledigen. Ich möchte, dass ihr euch mit meinem Kontaktmann trefft und ihm diesen Brief übergebt. Wenn meine Kuriere aufgrund von Banditen nicht dorthin gelangen, dann habe ich wenigstens euch, denn ich weiß, dass ihr in der Lage seid, die Banditen abzuwenden und die Mission fortzusetzen. Atlanta in Am. Es wird einige Zeit dauern, dorthin zu gelangen. Gibt es irgendeinen Weg, meine Reise zu beschleunigen? Ja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich ließ einen Magier für mich einen Zauber schreiben, der euch dorthin teleportieren soll. Leider war ich nie in Atlanta und eine Teleportation funktioniert nur, wenn man das Ziel kennt. Ich war mehrmals nördlich von Atlanta zum Jagen. Ich kenne nur ein Gebiet sehr gut und ich kann euch dorthin teleportieren. Ich habe meinen Kontaktperson informiert und er hat ein paar Männer, die dort auf euch warten werden. Sie können euch bis in die Stadt eskortieren. Ich bin verwirrt. Wenn ihr jemanden teleportieren könnt, um sich mit den Kontaktpersonen zu treffen, warum schickt ihr dann nicht einfach einen Kurier? Warum mich? Das hat zwei Gründe. Der eine ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass die Edelleute euch fürchten. Euch für ein paar Tage aus der Stadt verschwinden zu lassen, wird mir die Zeit geben, ihre Ängste zu mildern. Der zweite Grund ist, dass meine Kontaktperson bereits von euch gehört hat. Es sieht so aus, als wärt ihr die Heldin der Schwertküste. Ah, er redet mit Runa hier. Und darum spricht er zwar mich mit meinem Namen an, aber sie mit ihrem, wie nennt sich das denn nochmal? Genom? Nein, keine Ahnung. Mit ihrer Weiblichkeit. Keine Ahnung. Nee, mir fällt das Wort gerade echt nicht ein. Wie ihr diese Sache unterstützt. Ich habe sogar ein paar eurer Freunde benachrichtigt, sodass ihr euch dort treffen könnt. Allerdings müsst ihr den Rückweg von Amt zu Fuß zurücklegen, sodass ihr euch vergewissern solltet, dass ihr genügend Vorräte für diese lange Reise dabei habt. Seid ihr bereit für die Reise nach Atlanta? Ja, ich bin bereit. Nein, ich benötige noch Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Was muss ich nochmal machen? Nein, ich brauche noch Zeit. Dann bereitet euch schnell vor, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Ja, und damit
Müsste Baldur's Gate 1 auch enden? Wir können das schon mal hier machen. Seid ihr bereit, ihr sagt, ja, ich bin bereit. Frega verlässt uns. Viel Glück auf und eine sichere Reise. Wir haben einen Gegenstand eingebüßt. Was soll sowas denn? So ändert Baldur's Gate 1 aber, wenn ich mich nicht irre. Kann ich zoomen? Nein. Was soll denn das? Darf ich auch was sehen? Hallo? Kuckuck? Das muss doch nicht so, oder? Ah. So ist das also. Wir haben sie alle kampfunfähig gemacht, Marva. Was sollen wir nun tun? Bringt sie ihn alle zurück nach Am. Unser Auftraggeber erwartet sie. Ja, so endet Baldur's Gate 1 im Prinzip. Was heißt im Prinzip, so ändert Baldur's Gate 1? Der Fürst des Mordens wird vernichtet werden, doch noch mit dem Tode zeugt er sterbliche Nachfahren. Das Chaos wird sprießen, wo immer ihr Fuß den Boden berührt. Also sprach der Weise Alaundo oder so. Ihr verbrachtet eure Kindheit in der Bibliotheksfestung Kerzenburg, unter der schützenden Hand eures Ziehvaters Gorion. Imoen teilte dieses Zuhause mit euch. Sie war eine verwandte Seele. Und ihre Vergangenheit war ebenso mysteriös wie eure eigene. Die Ermordung von Gorion brachte euch einige Antworten auf eure Fragen ein. Denn sein Mörder Sarevok entpuppte sich als euer Bruder. Ihr und Sarevok wart das Erbe der Zeit der Klagen. Jener chaotischen Ära, als die Götter Fleisch wurden und gezwungen waren, auf Erden zu wandeln. Einer dieser Götter sah seinen eigenen Tod voraus. Und so wandelte er vor dem Kataklysmus über das Land und zeugte eine Anzahl sterblicher Nachkommen, die ihm als Keimzelle für seine Wiederauferstehung dienen sollten. Diese Gottheit war Baal, der Fürst des Mordes. Und ihr seid eines seiner Kinder. Sarevok wollte einen blutigen Krieg mit möglichst vielen Opfern auslösen, um zu beweisen, dass er es wert sei, der neue Fürst des Mordes zu werden. Ihr tötetet euren Bruder und schicktet seine verdorbene Seele zurück zu Baal. Ihr wart der Held von Baldurs Tor. Doch einige hegten bereits den Verdacht, ihr könntet vom selben Vorfahren abstammen wie Sarevok. Bald darauf seid ihr verschwunden. Unter düstereren Umständen, als es irgendjemand für möglich gehalten hätte. Sie kamen, als ihr euch gerade zur Rast gelegt hattet. Geschöpfe, die von einem Nebel verhüllt waren, der auch eure Sinne umnebelte und die Trennlinie zwischen Wachen und Träumen verschwimmen ließ. Es lag weder Bösartigkeit in ihrem Tun noch Hass. Auch gab es keinen Hinweis, dass vielleicht eine alte Rechnung beglichen werden sollte. Nur eine schnelle Gefangennahme und die Vorahnung von noch viel schlimmeren Dingen. Ja, das Intro von Baldur's Gate 2. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal Schluss, wenn ich gleich ein Bild bekomme. Eine Framebit kann ich mir anzeigen lassen. Toll. Ja, Leute. Toll. Keine Ausrüstung, kein gar nichts. Da
das Kind von Baal.